Ja, herzlich willkommen bei Hunter Gain, zurück bei WOT. Ich fahre hier den 112 chinesischen Heavy Tank der Chinesen. Besonderheiten, sehr schlechte Kanone, sehr ungenau. Bei solchen Leuten würde man am liebsten nicht schießen. Naja, sehr ungenau gegangen, sehr wenig Penetration, aber guten Damage, einigermaßen gute Reload Time. Besonderheiten, die Wanne, die er da besitzt, ist eine zitiert 10 Wanne. Und der Turm beträgt 240 mm frontal. Ist also ein nicht sehr schwacher Panzer. Und schauen wir mal, wie diese Runde wird. Ja. Ich bin hier unterwegs mit dem Commander 0807. Und befinden uns auf der Weg Murowonka und sehen da erstmal ein E25 und ein Objekt 416, was ich selber in meiner Garage besitze. Da ich mir dachte, da oben bin ich hier am Fressen für die liebe V. Jeder mag V, wenn man auf einer offenen Map ist, um die Wahrheit zu sagen. Was ich schön finde, die V-Artik hat nicht auf uns wirken können, weil sie da drüben war. Aber ja. Dann kommt erstmal der Amex M445 und mein Freund Commander. Da sehen wir den Löwen. Dann, jetzt kommt das Beste. Diese Kanone ist so ungenau und sie braucht sehr lange zum Einzielen. Sehr lange. Da haben wir schon gesehen, da kamen mich schon zwei Hits. Einmal der Löwe am Turn und einmal mit Heat vom Objekt 416 von da vorne. Und da habe ich mir gedacht, ja, Subi, hat er nicht 330 mm Penetration mit Heat? Oder brauche ich natürlich auch noch bei ihm ab. Ja, Penetration mit dem Ding eher weniger. Treffergenauigkeit eher weniger. Aber, ja, ich block dein Target, das kannst du auch sagen. Das Beste war, an dem Tag konnte ich noch nicht schreiben. Ja. Da sieht man den Löwen wieder. Dann schaue ich mir die drei Abpraller an. Ja. E25 hat zwar gut gezielt, aber nicht getroffen, wie es aussehen wollte. Aber um die Wahrheit zu sagen, in dem Winkel gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, bei mir durchzukommen, und das wäre vorne in die Ketten. Und da hört man schon wieder einen Goldschuss, ja. Ich glaube, unser lieber M4 wurde getroffen, genau hier im Turm. Vom Objekt 416 mit Heat. Und um die Wahrheit zu sagen, diese Heat-Munition hat auch 330 Penetration. Und da sieht man mal, was passiert, wenn ich treffe. Die Kugel fliegt erstens sehr langsam und ich habe hier hingezielt, wenn man guckt. Ich habe hier hingezielt und die Kugel geht da oben. Aber sie traf jetzt hier. Meine Freunde leider nicht. Da ist der E25 schon wieder gespottet und da denke ich mir 2, 1 und habe ihn natürlich nicht treffen können. Planschuss? Ja, das hasse ich bei WOT, die Kanone geht dann immer automatisch runter. Nachdem wir eigentlich sehr viel Leben hatten und uns überlegt haben, was wir machen können, haben wir uns dann einstimmig entschieden, erstmal vorzufahren dann. Aber es ist natürlich eine schwere Entscheidung. Nachdem das Objekt danach weg war, habe ich mir gedacht, ja komm, ist jetzt nicht gerade der stärkste. Gut, der Panzer ist schon stark, aber es ist nicht gerade das Beste, in den Kopf an Kopf zu kämpfen, sondern im Nahkampf, richtig im Nahkampf gehen. Weil dann gewinnst du mit dem Panzer. Weil das ist einer der stärksten Nahkämpfer, die es gibt, die ich kenne. Der hat eine bessere Wanne wie der T-34, einen besseren Turm, wie eine IS-6. Natürlich, die Weak Points sind dann auch ein bisschen größer. Aber wenn du mit dem Ding Kopf an Kopf gegen eine WZ kämpfst, zum Beispiel den WZ-111, den man zurzeit gewinnen kann, gewinnt derjenige, der als erstes mit Heat schießt. Und Heat ist bei dem 250 Durchschlagkraft. Ich kann das mal veranschaulichen. Standard Durchschlagkraft sind 175 mm.
mit Gold 250 und 61 mit HE. Ja. Dann schaue ich mir nochmal die Abpralle an. Und dann seht ihr gleich, was ich meine. Die Wanne ist wirklich dick. Einzigste Möglichkeit, da durchzukommen, ist mit Gold. Und da sehen wir schon mal den Löwen. Und dann wird man gleich sehen, was ich meine. Ja. Löwe, benutzt gleich mal Gold. Um sich auch ganz sicher zu sein, mit 300 Penetration auf meine Wanne schießen zu müssen, weil er keine Lust hat, auf meine Unterwanne zu zielen. Während ich hingegen auf seine Oberwanne ziele, die 120 mm Wanne im Winkel, und komme natürlich nicht durch. Gehe allerdings, nachdem wir zu zweit sind, in seine Seite und blocke ihn so am. Und hindere ihn so am Wegfahren. Und jetzt kommt es besser. Er hat auch meinen Freund direkt. Muss mal ein bisschen weitermachen. So, direkt auf der Oberwanne penetriert. Und das ist ja noch mit der Space Armor verstärkt. Und es war nicht auf dem Weakpoint gezielt. Und schießt mein Freund einen Abpraller. Er hat sich natürlich sehr aufgeregt. Da kommt das Objekt 416. Kann ich die Kette rechtzeitig noch bewegen? Und prall natürlich am Turm ab. Oder hab die Space Armor von der Kanonenblende getroffen. Ich weiß das jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier gerade bei einem einzigen Durchschlag und bei 700 Damage. So, da sehen wir den T-34-1, der von da hinten schießen könnte. Habe allerdings nicht getroffen. So, den müsst ihr euch mal merken. 960 live. Und dann sehen wir den T28 Prototyp. Natürlich. Das war unser erster Gedanke. Puh. So, er kriegt eine 350er Schelle. War eigentlich noch sehr zufrieden. Und zieht sich jetzt erstmal zurück und hat gesagt: Du flankierst, ich greife mit an. Habe gesagt: Okay. Kein Problem damit. So. Der VK war dort gespottet. Und ja. Erste Stelle sage ich, dann müssen wir so schießen. Nö, weil der Prototyp muss rauchen. Dann sagt er: Vorsicht, der schießt auf dich. Dann habe ich ihm im Fahren eine 440er Stelle gegeben in die Seite. Und krieg erstmal wieder eine schöne Stelle von ihm. Eigentlich schade, dass er nicht abgefallen ist. Und dann schießt mein Freund auf ihn. Ja. Jetzt bin ich bei 575 Leben. Entschuldigung. Ich habe gerade Gold geladen, das ist eigentlich sehr blöd, was ich gemacht habe. Aber ich wollte jetzt auch nicht umladen, weil ich wusste, da vorne ist er. Und da komme ich auch lieber durch, als abzuprallen. Und ja, ich glaube, der VK hat es richtig gemacht. Schön Standard geladen. Und schießt mir im Fun erstmal schön in die Unterwanne. Wo man natürlich auch durchkommt. Aber der liebe T-34-1, der dort steht, hat mir erstmal mit Gold in die Seite geschossen und kam natürlich durch. Wenn ich dann gegen den VK kämpfte, kam der T-34-1 mit 4,3 Sekunden Reload und könnte mich natürlich locker rausnehmen mit einem Schuss. Mit zwei Schuss, Entschuldigung. Und dann kommt das Beste. Ich habe geladen. Hab ein Auto-Aim gemacht. Und hab abgedrückt. Und gib ihn, weil er seitlich fährt, ein Munilager. Und ich habe gerade kein Blutader. Und da fliegt gerade der Turm. Durch die Luft. So, und da hätte der VK ein bisschen mehr Damage gemacht, oder normal Damage gemacht, wäre ich tot. Ja. Ich bin jetzt bei 2500 Damage und den lieben T34-1 gab weg. Ja, ich glaube, das ist natürlich sehr beleidigend. Aber es ist halt so: Chinesen kriegen sehr leicht Munilager. Ihr habt es gesehen. Ein Schuss vom VK in die Seite und ich habe Munilager-Hit gehabt. Allerdings, es passt. Ich habe 17 Leben. Und ja, das wird es dann erstmal gewesen sein. Die gegnerische FV wird sich erstmal saufen. So,
Ich sag jetzt mal folgendes. Diese Gun hat 0,46 Genauigkeit. Sehr genau. Sie zielt sehr lange ein. Ich glaube, es waren 4 Sekunden bis 5. Da habe ich mir gedacht, dort muss man etwas stehen. So. Einen 112 in die Seite des Turms aus über 504 Meter. So, nur ein Vergleich. Ich habe jetzt voll eingeaimt und das hier, der ganze Kreis ist der Zielkreis, wird voll eingeaimt. Ich habe gezielt, der Schuss fliegt und zwar darüber und trifft ihn in die Kommandokuppel aus über 504 Meter mit der Genauigkeit. Da war erstmal mein Lachen groß, war Genauigkeit ist bei dem Ding echt groß geschrieben. Und dann der zweite Schuss hätte sogar noch getroffen, wenn er überlebt hätte. Aber ja, ich bin mit 3000 Damage rausgegangen, mit 12 Treffern. Starwand habe ich in diese Runde gekriegt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns später wieder. Ich wünsche noch viel Spaß. Have fun und rollout!